Hallöchen, herzlich willkommen wieder zu einem kleinen Dreier. Wir schauen uns mal die Konstellationen hier wieder an zwischen dir, deinem Herzensmenschen und deiner Rivalin in einem ganz kurzen Blick. Ihr könnt diese Kurzlegungen, die ich hier anbiete, ne, die er und ich, der kleine Dreier oder auch den Magic Key, den könnt ihr gerne bei mir buchen. Das Ganze wird als Sprachnachricht versendet, so könnt ihr euch das dann auch gerne immer wieder anhören. Und ja, wer es dann detaillierter haben möchte, der kann sich dann auch gerne nochmal eine Legung bei mir buchen. So, dann schauen wir uns mal den Herzensmenschen hier an. Mal gucken, was bei ihm hier aktuell gerade so los ist. Ei, geht ja schon mal gut los hier mit dem Fuchs. Ja, da ist einiges falsch gelaufen, wie man hier sieht. Ne? Und schon läuft schon seit einiger Zeit oder seit einem geraumen Zeitraum läuft einiges falsch. Und ja, er kriegt momentan, so wie es hier aussieht, einen Seitenhieb nach dem anderen. Wer teilt den hier aus? Madame. Na, also man, die schwingt hier tatsächlich die Sense in seine Richtung. Jetzt haben wir natürlich hier nur Stress und Aufregung, Kummer und Sorge, ne, weil es nagt natürlich. Hier gibt es noch einiges, nagt an seiner, ja, generell an seiner Liebe jetzt. Ne? Also das heißt jetzt nicht an der Liebe zu dir, sondern es belastet ihn halt schon sehr auf dem Herzen. Ne? Das kann auch sein, dass er hier auch gerade ein bisschen Herzschmerz hat. Aber nicht, weil er die Dame hier noch so sehr mag, sondern weil er natürlich eine nach der anderen hier kriegt. Ne? Also die teilt ordentlich aus, muss ich hier mal so feststellen. Ja, geht hier auch noch um finanzielle Dinge, die aber wohl zu klären sind. Und zumindest hält er daran fest, dass sich das hier positiv klärt. Aber man sieht hier schon alles sehr, sehr belastend. Und natürlich auch in deine Richtung momentan so eher Stagnation, ja, dass man sagt, ja, vielleicht hast du gerade wenig Kontakt zu ihm oder vielleicht hat er auch den Kontakt gerade eingestellt. Ja, also man sieht schon, irgendwie ist jetzt hier gerade irgendwie nichts mit Neuanfang, ne? Obwohl er den gerne möchte, weil die Anziehungskraft zu dir ist ja da. Ne? Aber und auch die Verbundenheit, wie man hier sieht. Aber wie gesagt, durch das, dass er hier gerade Beef kriegt, und das war ja auch in eines der letzten, ich glaube, es war so eine Short Message, ich weiß gar nicht mehr, ja, ist halt momentan gerade hier ein bisschen Flaute angesagt bei deinem Gegenüber. Okay, klären wir das mal weiter ab, schauen wir uns mal an. Auf den Fuchs haben wir die Ruten und auf das Schiff haben wir die Lilien. Ja, also er möchte natürlich irgendwie etwas klären, in den Einklang bringen. Das sieht man hier auch. Ich glaube, dass da was ans Licht gekommen ist. Und zwar, dass die Dame hier auch jemanden anderen hat. Ja, vielleicht wusste er nicht. Ne? Wie gesagt, hier wurde etwas beleuchtet. Hier gab es eine Entscheidung oder ist irgendwas auf den Weg gebracht worden in einer Art Verbindung, ne? Oder in dieser Verbindung. Und hier haben wir einen anderen Herren hier noch liegen. Wenn es keiner ist, dass du sagst, ja, ich weiß nicht, die hat aber keinen, dann ist es hier einfach ein Vertrauensthema, was hier eine große Rolle spielt. Ne? Wo es eigentlich darum gegangen wäre, ja, weil das liegt hier so ein bisschen in der Vergangenheit drinnen, es wäre darum gegangen, irgendwo eine Lösung zu finden, und zwar eine positive. Ja? Aber irgendwie spielt Madame hier nicht mit. Das heißt, dass er kriegt über die Öffentlichkeit eine nach der anderen hier reingeschlagen. Na, und hier sieht man auch, ja, die Sense in den Baum schlagen mit dem Bären. Also hier wird ordentlich ausgeteilt. Ich würde mal gerade sagen, dass sich die beiden aber auch nichts schenken. Ja, also hier ist irgendwo eine Vereinbarung getroffen worden, aber diese Vereinbarung wurde nicht eingehalten. Das heißt, ich habe hier die Hinterhältigkeiten, das Lügen und Betrügen schon seit einem längeren Zeitrahmen. Zum einen natürlich in Bezug auf sie und dann natürlich auch in Bezug auf sich selbst, ja, weil ich meine, aber das ist halt gerade wie so ein Bumerang, den jetzt er da hier zurückbekommt, ja, und das wundert mich nicht, weil wie gesagt, die Energien momentan so heftig sind, dass der echt dich umschauen musste, ne? Aber hier kriegt er gerade etwas zurück, was er irgendwo mal ausgeteilt hat, was er gemacht hat. Ja, das kann jetzt natürlich auch eure Sache sein oder eben auch vergangene Dinge, die wir hier sehen mit dem Bären. Also im Endeffekt schlägt das Karma auch bei ihm ganz schön zu aktuell. So. Ja. Es ist halt immer so alles nur mit Hoffnung und so weiter verbunden, gell? Aber
Hier ist es so, man hat schon irgendwo also wohl fühlt man sich nicht. Es ist zwar die Hoffnung darauf, ne, dass man irgendwas klären kann, aber wohl fühlt er sich nicht mit der ganzen Angelegenheit. Das heißt, also eine Klatsche nach der anderen, die er hier definitiv kriegt, weil man auch irgendwie zu lange gewartet hat. Und wir haben hier Lanemika, das ist die Feindin. Also er legt sich da gerade. Ja, er legt sich da gerade schon mit einer Person an, wo man sagt, puh, ne? Also, und da kommen auch schon wieder die nächsten Nachrichten von dieser Person rein, ne? Und die werden ihm hier die nächste Klatsche bieten. Alter Schwede. Also, ich sag ja, der hat die Hoffnung, dass man sich irgendwie noch einigen könnte, aber diese Frau ist hier nicht auf Einigung eingestellt, ja? Definitiv nicht. Sondern, mit was auch. Also, das, was ich ja in den letzten Orakeln auch mal wieder gesagt habe, ne? Ihr müsst aufpassen, dass eure Affären nicht auffliegen, weil sonst wird es richtig heftig. Ne? Das könnte natürlich jetzt eine Situation sein, dass man endlich dahinter gekommen ist. Was auch immer passiert ist, ja, ob da auch noch ein anderer Mann, sage ich jetzt, eine Rolle spielt und ob sein Betrug jetzt hier aufgeflogen ist, ist jetzt eigentlich erstmal nebensächlich, sondern hier hat man sie ganz schön gereizt, ja, oder hier hat man sie ganz schön verletzt auch oder mit gewissen Dingen einfach, ja, gereizt ist der richtige Ausdruck, irgendwie überreizt. Und nun teilt die aus. Und die teilt sowas von aus, dass es hier kein gute Nacht mehr gibt. Ja, also da haben wir, das ist so eine Kombination, wo ich mir denke, da brauchst du nimmer nach Sonnenschein fragen, ne? Und da ist er natürlich angepisst über die ganze Sache. Alter Schwede, okay, gut. Also so schaut es mal bei ihm aus. So, schauen wir mal in ihre Richtung. Was ist da los? Der Schlüssel. Nochmal die Schlange. Also mit Sicherheit agiert sie hier. Die hat natürlich auch hier Angst und Kummer und Sorge. Ne? Also beiden geht es hier nicht gut. Ich sage ja, die schenken sich gerade momentan nichts. Wobei er noch eher in der Hoffnung ist, dass er dann noch irgendwie aus der Hausnummer rauskommt. Aber sie ist hier definitiv gereizt, überreizt, würde ich sagen. Ja? Und die möchte natürlich auch so schnell wie möglich die Klarheit. Ne? Und dann haut die hier rein. Und die wird auch für Klarheit sorgen. Guckt euch das mal an. Also hier kommen sehr schnelle Erkenntnisse, sehr schnelle Klärung ist hier auf dem Weg. Ne? Und hier scheint mir wieder ein anderer Mann eine Rolle zu spielen, ne? Den sie vielleicht auch schon länger kennt oder schon länger mit irgendeiner Entscheidung rumspielt, wo sie sich bis dato noch unsicher war oder blockiert, aber das Ganze kommt jetzt richtig ins Fließen. Ne? Also hier kann es auch sein, dass wenn er ganz blöd tut und es ist hier noch ein Kind involviert. Und das taucht ja in letzter Zeit relativ oft auf, muss ich wieder sagen. Dann kann das sein, dass der sein Kind hier gar nicht mehr sehen wird. Dass die das hier einleiten wird, ne? Dass sie vielleicht hier das alleinige Sorgerecht bekommt oder was auch immer. Also die ist richtig auf Krawall gebürstelt. Deswegen sage ich ja, da brauchst du nicht nach Sonnenschein fragen, ne? Da haben wir den Ring. Guckt euch das mal an. Also das ist echt, die wird wiederholen, die hört nicht auf, ne? Die wird, wo sie ihm jetzt eine reinduschen kann, wird die ihm eine reinduschen. In Bayern sagt man das so, ne? Also die teilt, die schwingt, die Sensen fliegen hier von ihrer Seite, dass sich nur noch die Balken biegen. Weil die sieht hier ihr Glück mit jemand anders, ne? Aber die kommt auch so richtig jetzt. Puh. Also ich würde mal sagen, dass diese Aktion da auch für sie jetzt wirklich wichtig ist, weil die Frau kommt jetzt so richtig in ihren Selbstwert rein. Ja, das mag jetzt zwar, ich meine, man muss ja nicht immer alles schlecht reden, aber für sie
ist es wirklich ein Sprung nach oben, dass die in ihre Wertigkeit zurückfindet, ne, was sie sich vielleicht lange genug gefallen lassen hat. Ich meine, gut, vielleicht haben sie sich gegenseitig hier belogen und betrogen, hat sie eine Affäre, er eine Affäre, hier ist alles aufgeflogen. Ne, also jeder wird hier eine andere Konstellation haben, aber dadurch kommt die richtig in ihre Wertigkeit rein. Ne, und die wird auch hier Wege einleiten. Ich sag ja, ne, da fragst du immer nach Sonnenschein. Also die wird alles in Bewegung leiten, dass die gut aus dieser Sache hier rauskommt. Das war eh schon lange belastend genug, wie man hier sieht. Ne? Viele Geheimnisse, die immer wieder da waren. Also hier ist bei den beiden, ja, also das, was ich jetzt hier an Botschaft reinbekomme, ist, hier kommt jetzt wirklich alles auf den Tisch. Also ist nichts mehr, was jetzt irgendwo im Verborgenen bleibt oder was jetzt noch irgendwie unter den Tisch gekehrt werden muss, sondern da ist jetzt gerade so eine Welle drinnen, dass die Ältesten von den ältesten Kamellen sogar noch rausgezogen werden. Also hier wird alles, was jetzt irgendwann mal war, verwendet. Das ist... Puh, also das ist echt eine mega gereizte Energie, muss ich sagen. Jo. Die hat sich lange genug hier verarschen lassen, die hat sich lange genug hier irgendwo zurückgehalten. Man war da einfach lange genug irgendwo in einer Gefangenschaft. Die war lange genug irgendwie unfähig zu handeln, aber das Blatt dreht sich jetzt. Die handelt jetzt. Also die ist, ne, das ist nicht mehr das Thema hier, sondern die kommt jetzt richtig in Fahrt. Und je mehr die raushaut, umso mehr kommt die in Fahrt. Also so habe ich das hier in der Energie drinnen. Das heißt, da ist ja wiederholend, zack, 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 zack. Also wo die jetzt austeilen kann, teilt die aus. Wo die ihm eins reindrücken kann, wird sie ihm eins reindrücken. Na gut, man könnte jetzt hier sagen, gell, Karma erwischt halt immer alle. Nicht nur derjenige, der das hier meint, ihn würde es nicht erwischen. Oder man würde hier nicht büßen für irgendetwas. Oder man würde da irgendwo nicht die Quittung für alles kriegen. Aber bei ihm kann man jetzt wirklich hier so sagen, den holt jetzt alles ein, was er hier irgendwann mal gemacht hat. Das muss jetzt nicht alles mit ihr sein. Aber sie ist jetzt diejenige, die ihm so die Löffel langzieht, ja, oder die Strapse langzieht, dass der nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Also da kommen gegenseitig die Lügen hoch. Da kommt alles hoch. Alles. Also ich würde sagen, dass die beide hier, die schenken sich nichts. Die nehmen sich gar nichts. Aber nun haben wir halt hier im Endeffekt, war vielleicht mal Liebe und so weiter da, ne? Aber vielleicht hat er sie auch noch, vielleicht ist das deine Freundin gewesen, kriege ich auch gerade als Information rein, ja, vielleicht hat er sie mit dir betrogen als die Freundin, das kann ja auch sein. Also hier haben wir schon sehr schwerwiegende Sachen drinnen, wo ich sagen muss, da würde ich jetzt, also ja, da will man nicht dabei sein, ne? Legen wir das mal hier so hin, da haben wir die Sense, da haben wir die Mäuse. Warte mal, ich lege euch das mal hier so rein. Puh, wird mir direkt ein bisschen schlecht. So, was haben wir denn jetzt in deine Richtung hier? Schiff. Das muss ich mir wirklich nochmal genauer anschauen. Aber, alter Schwede, das willst du nicht. Das Schiff, die Schlange und die Blumen. Ja, der sehnt sich nach dir, der kommt auch wieder, ne? Aber der hatte, also, dass der sich momentan vielleicht nicht meldet oder vielleicht einen Rückzug antritt oder würde mich jetzt gar nicht wundern, weil, wie gesagt, der muss ja schon jeden Tag schauen, dass er nicht die Haustür aufmacht, weil schon die nächste Sense reinfliegt, ne? Also, der ist da. Also, der kriegt hier von der Schlange
jedes Mal eine geduscht, dass sich die Balken biegen. Ja, also dass der keinen Kopf mehr für irgendwas hat oder dass der sich gerade konzentrieren muss oder schauen muss, dass er dann noch irgendwie, das ist mir klar. Weil da hast du hier, also da ist ja nichts mehr mit Gutkirschen essen oder sowas, ne? Sondern da fliegt, es fliegt weiter. Guckt euch das mal an. Und es kann natürlich auch sein, dass er dann gegenüber dir auch die Sense schwingt. Ne? Also, dass er dann gereizt ist, aggressiv ist, einen raushaut, dass du sagst, geht nimmer. Ne? Ja, guck mal. Aufregung, Stress wegen dieser Sache hier. Ne? Man sieht ja auch plötzlich den Kontaktabbruch oder dass er sich zurückzieht. Ist nur von kurzer Dauer, aber das, da brauchst du nicht wundern. Also, das hat nichts mit dir zu tun, ne? Sondern... ja, und dass der dann vielleicht, weil er total überfordert mit der Situation ist, ne, das liegt ja total zerstritten hier einfach da. Da geht es um eine lange Affäre, die man hatte. Entweder ist die jetzt eben aufgeflogen, ne, wo ich schon noch gewarnt hatte, oder sie hat dann auch hier eine gehabt. Also ist es eh wurscht. Schenkt sich keiner von den beiden was, kommt sowieso alles hoch. Und bei dir sieht man halt natürlich jetzt die Sehnsucht zwar nach dir, aber es verzögert sich hier nochmal mit der Einladung oder gerade mit der Leichtigkeit, weil da ist er halt natürlich, ne, da liegt sie ja. Das ist das Hauptthema, warum man hier nicht in der Leichtigkeit ist gerade. Und dann hat man natürlich vielleicht auch hier schon eines längeren Zeitrahmens der Dame hier eben etwas vorgemacht. Ne, und das könnte hier tatsächlich eine Freundschaft gewesen sein. Also, dass du mit ihr vielleicht befreundet warst, muss jetzt nicht. Kann bei einigen vielleicht so sein, ja. Wie gesagt, muss nicht, aber ja, das ist einfach wegen dem Stress hier, guck. Das hält nicht lange an, wir haben nochmal den Klee, ja. Also 2 bis 4 Tage, 4 bis 8 Wochen, dann geht das wieder raus. wenn er bis dahin noch lebt, ne? Und ihn die Sensen hier nicht erschlagen haben, dann wird es wieder stabiler in deine Richtung. Nur momentan ist es halt wirklich hier blockiert, ne? Weil er hat ja im häuslichen Bereich, im privaten Bereich, in Bezug auf dich, ja, also du spielst hier mit Sicherheit eine Rolle, da hat er eben gerade die Blockade und deswegen ist auch momentan die Leichtigkeit hier blockiert, wie man sieht. Aber der kommt wieder, ja, oder da kommt wieder Bewegung rein. Aber hier muss einfach noch einiges geklärt werden, ja, wahrscheinlich auch in Sachen Kind, wenn eins da ist. Aber man will einen Neuanfang starten und man will die alte Sache hier klären, man will da was abschließen, ne? Aber der hat halt noch einiges hier, ja. Na, hier haben wir wieder die Störchendame, da wo der Fuchs reinschaut. Also ich sag ja, dann die Gedanken über das Finanzielle, über das Geld, sonst noch alles da ist. Aber wie gesagt, das wird sich alles auflösen, aber es dauert. Ne? Er liegt auch hier wieder mit den Nachrichten in deine Richtung oder den Kontaktaufnahme. Ja. Nicht sonderlich schön. Ja, hier geht es wirklich nur um das Geschäftliche und um diese Sachen zu regeln. Ne? Wir haben hier kränkelt etwas oder man sieht ja auch, dass zu dir hin die Sache schon kränkelt. Ne? Und dass man da jetzt wirklich aufpassen muss, was man hier macht, weil hier ist man wirklich auch, ich sag ja, auch in deine Richtung kann hier die Sense fliegen, ne? Weil der, wie gesagt, total überfordert ist, gestresst ist wegen dieser Angelegenheit. Der sehnt sich zwar nach dir und natürlich weiß er, dass sich jetzt das noch ein bisschen zieht und dass man aber mit dir hier die Leichtigkeit haben kann, aber ich sehe das jetzt hier in deine Richtung erstmal kurzfristig die Aufregung, vielleicht auch den Kontaktabbruch oder den Stillstand, weil wie gesagt, hier ist einfach einiges zu klären. Und was ich hier als Botschaft eigentlich auch reinkriege, ist Verständnis wieder mal, ne? Aber man sieht dich ja, du hast ja lange gewartet in Bezug auf diese Dame und nun möchtest du endlich mal irgendwo was haben. Na, und jetzt geht der ganze Terzel hier wieder von vorn los. Aber hier kommt nach dem Turmsturz der Neuanfang. Na, guck mal, wir haben Abschluss, also Ende, Neubeginn. Definitiv. Hier haben wir auch noch mal ein bisschen so die Geldsachen, die hier geregelt werden müssen. Ne? Er wünscht sich halt, dass du im Vertrauen bleibst oder ja weiterhin eben, wie gesagt, dieses Verständnis aufbringst, dass er das bald hier irgendwo regeln wird. Na, die geistige Welt haben wir auch dabei. Aber er wird hier nicht ohne Verlust rausgehen. Ne? Aber das hatte ich schon mal gesagt. Er wird nicht ohne Verlust rausgehen. Das muss jetzt nicht unbedingt was mit dem Geld zu tun haben.
aber man wird ihm irgendetwas nehmen oder er wird irgendwas wird ihm mitgeteilt, was hier nicht so aufgeht. Und wir haben hier im Endeffekt sie, ne? Ja. Da ist noch ein anderer Mann dahinter. Es könnte natürlich auch sie sein, dass sie mit einem Freund von ihm und so weiter. Ne? Also ich kriege das halt hier gerade als Informationen rein. Ja, es kommt in Bewegung, aber wie gesagt, dem wird seine Scheinselbstlosigkeit und der ganze Scheiß, was ich ja schon mal in der Short Message gesagt hatte, in der Short Message sage ich, im Mitgliederbereich, guckt euch da den Schneckenreport an. Da war das ja schon so und jetzt liegt es wieder so. Aber das muss so sein, ne? Damit der Herr hier etwas lernt. Ah, der, kann ja auch sein, dass eine Freundschaft hier zu Ende geht, dass andere Personen noch involviert sind. Also ich kriege hier jede Menge Informationen rein, aber der wird hinterher nicht erfreut sein. Ja, aber wie gesagt, er kommt schon wieder ins Glück rein, ne? Aber der wird hier, ohne Verluste geht der Mensch hier nicht raus. Also wenn, hier haben wir halt, wenn man das so betrachtet, ja, haben wir hier zwei Warnkarten drinnen. Zum einen natürlich jetzt hier die Warnung auf ihn selbst, dass er wirklich schlau sein sollte und gucken, was er jetzt macht. Und dann natürlich auch die Warnung in deine Richtung rüber, dass man wirklich sagt, pass mal auf, was du hier tust. Ja? Weil die Dame hat schon sehr viel Geduld aufgebracht, ja. Und es steht ihr zu, glücklich zu sein. Und da brauchen wir jetzt nicht wieder hier irgendwas. Ne? Also da hat, ja, ich sag ja, die Sensen fliegen hier von jeder Seite. Es kann auch sein, dass die Sense auch von deiner Seite in seine Richtung fliegt. Das schließe ich hier nicht aus. Aber ja, schön ist ja was anderes. Gell? Also wenn man jetzt nur mal die Unterdecks hier anschaut, dann haben wir die Mäuse, zweimal die Sense, den Turm und das Haus. Also hier ist Land unter bei dem. Also da kracht's und scheppert's. Da wird alles zusammenbrechen. Alles. Ja. Und unter Umständen, wie gesagt, kann auch sein, dass er hier sein Kind verliert. Ne? Oder dass er hier nochmal wegen Unterhalt und so weiter. Vielleicht auch nochmal hier mit dem anderen Mann. Ich hatte das ja schon mal gesagt, ob das überhaupt sein Kind ist. Also, dass dann auch noch die Lüge hochkommt. Also, ich bin gerade irgendwie, ja, ne? Also da fehlen mir jetzt auch die Worte. Also hier braucht er sich nichts mehr erwarten. Das heißt, im Endeffekt muss er jetzt wirklich klug und taktisch vorgehen, weil sonst, also hier, da braucht er, die teilt ihm eine, also da kriegt er eine Schelle nach der anderen. Und das sind aber hier keine Sachen, also das, was jetzt ich reinbekomme, ist, dass das nicht irgendwelche harmlosen Sachen sind, sondern die wirft gezielt, ja, die wirft wirklich gezielt oder das, was sie wirft, ist gezielt ausgesucht, ja, also das ist schon ein bisschen zu heftig, würde ich gerade sagen, ja, aber da kannst du mal schauen, was die Wut und der Zorn mit einer Person macht, ne? Gut, es hilft dir natürlich, was wir hier gesehen haben, in ihre Wertigkeit zurückzukommen, weil da war sie ja lange genug, hat sie zugeschaut, ne? Also da, ich sag ja, also eins nach dem anderen kommt hoch, schenken tun sich die beiden nichts, ja, da würde ich sagen, ja, gleich und gleich gesellt sich halt gern. Aber wenn er da jetzt nicht aufpasst, würde ich sagen, dann die macht ihn fertig oder die zermartert ihn mit irgendwas, was auch immer, ja. Also die wird nicht aufhören, in der Wiederholung hier die Sense zu schmeißen. Ja, genau, lassen wir es mal so stehen. Mir ist das so eine erdrückende Energie. Aber ja, dann ist das so, ne? Da muss es so sein. Irgendwann holt halt jedem seine Taten ein, ne? Das ist halt so. Deswegen haben wir das Karma. Und wenn er gemeint hat, ihn betrifft das nicht oder er ist immer hier der Gute, ne? Dieser Scheinselbstlosigkeit und er macht ja alles nur aus dem Guten raus und er ist ja so ein guter Mensch. Ja, da wird's ihm jetzt eine Tracht Prügel gegeben. Ja? Also der kriegt hier richtig Saft ab. Ja, so schaut es hier aus. Wir werden uns das nochmal ein bisschen detaillierter anschauen in den nächsten Tagen. Mal gucken, wie ich dazu komme. Aber hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Okay, meine Lieben, ich drücke euch. Vielen Dank fürs Einschalten. Bitte liken, das wäre gut. Na, das würde mich und meinen Kanal hier unterstützen. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Also, bis dann. Ciao, ciao.